Hallo! Es ist an einem Samstag, den 15.10.2022. Ich bewege mich hier durch eine parkähnliche Gegend in Apolda und ich kann berichten, bisher keine besonderen Auffälligkeiten. Ich würde sagen, weiter geht's. Ja, ich bin wieder unterwegs in Richtung, jetzt geht das mal nach Weimar. Nur Weimar wird heute nicht das Ziel sein, sondern das Ziel ist Bad Berka und dann zurück über den Kötsch, also Feld, Wald und vor allem Wiesenwege. Und von da aus dann ja bergab wieder in Richtung Apolda. Wetter wird schön, vorhin hat es noch ein bisschen genieselt. Jetzt hat es so den Anschein, als ob die Sonne rauskommen wollte. Wollen wir mal Daumen drücken. Alles gut, ich würde sagen, weiter geht's. So, Weimar erreicht. Ich bin gerade im Belvedere Park und ja, fahre ja auf das Goethe-Gartenhäuschen zu. Das will ich mal kurz draufhalten. Das ist es. Da hat er sein Unwesen getrieben. Oder vielleicht hat er sich auch erholt. Egal, für mich geht es jetzt weiter erstmal in Richtung Mellingen, immer dem Ümradweg folgend. Ja, und dann schauen wir mal. Irgendwo müsste ich ja auch mal ein Päuschen machen. Ne? Das gehört ja auch irgendwie dazu. Also, in diesem Sinne. Ich bin jetzt hier zwischen Buchfahrt und Öttern auf dem Ilmradweg. Wunderschön, aber es ist natürlich auch ein ziemlich guter Radweg. Ja, es geht ganz schön gewaltig bergauf und bergab. Ist nigelnagelneu. Ja, und von hier aus geht es dann noch zum Karolinturm. Ja, und von da aus ist dann der Rückweg Richtung Apolda geplant. Schauen wir mal. Bisher eine ganz angenehme Fahrt, was ich aber ein bisschen unterschätzt habe, das ist der Kötsch. Also das sind doch schon ein paar Berge und die haben ja auch ganz schön die Batterie angeknabbert. Ne? Und da war ich richtig froh, als ich jetzt am Paulinenturm war, da war ich übrigens sehr zu empfehlen, die Gaststätte am Paulinenturm, da habe ich, ja, was war denn das?
Genau, Würzfleisch. Da habe ich Würzfleisch gegessen und einen Kaffee getrunken und habe die einfach mal gefragt, ob ich meine Batterie da mal dranhängen kann. Irgendwo an eine Steckdose und kein Problem, haben sie gesagt. Machen wir. Hinter der Theke, Batterie dran, dreiviertel Stunde geladen, wieder ein Palken mehr. Und ich denke mal, mit dem verbleibenden Saft im Brennstab soll die auch nach Hause kommen. Also würde ich mal sagen, weiter geht's. Hier geht es brutal den Berg hoch und zwar in Richtung Paulinenturm. Jawohl, in Richtung Paulinenturm. Ja, da bin ich mal gespannt, ob ich da so einfach klarkomme. Das Schlimme ist, mein Akku ist gerade gewaltig in die Knie gegangen. Ich habe gerade mal noch 29 Kilometer Rest. Aber ich glaube noch knapp 40 Kilometer, die ich noch fahren muss. Also, da muss ich mir echt was einfallen lassen. Aber ich denke mal, es wird auch so sein, dass hier auch wieder der eine oder andere, oder die eine oder andere Abfahrt kommt. Dass man hier wieder ein bisschen Energie spart. Jetzt schauen wir erstmal. Wunderschöner Waldweg. Rollt gerade bergab. Aber eigentlich will ich ja berghoch. Mal gucken. Boah. Hier oder was? Scheiße. Was sagst du denn mit die Tante? Ja, das hätte man hier. Das ist nicht gut für die Schaltung. Sportmodus. Ui. Schauen wir mal. Paulinenturm. Ich komme. Kann ich da nur sagen. Eine wilde Fahrt. Ah, hier scheint wieder ein Gravel Bikeweg zu kommen. Auch wie langweilig. Das ist ziemlich neu. Das ist noch ganz schön weich. Ja, und so schnell kommt man dann auch mit einem E-Bike an seine Grenzen. Wahnsinn.
75 Kilometer, fast geschafft. So, ich bin angekommen an meinem imaginären Ziel heute. Die Lutherkirche in Apolda, schon imposant. Und von hier aus sind es dann tatsächlich nur noch ein paar Meter bis zu meiner Couch. Ich freue mich drauf. Tschüss! Ist so, ist Ende, gibt nichts mehr zu sehen.